بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن والسنة، نرجع الله سبحانه وتعالى uns stärken mit Glauben und dass wir alle in Frieden leben auf der Erde und dass alle Menschen auch auf Gottes Weg nehmen und ihm bleiben. Jetzt sind wir ja hier im Infostand bei uns hier. Wir machen hier Aufklärung für den Islam. Infostand, Information, reine Information. Wir stehen ja Rede und Antwort. Und auch dann, wenn die Menschen Fragen haben über den Islam, geben wir eine passende Antwort und richtige Antwort, dass die Menschen einfach nicht überall was gegen Islam auch hören. Und das ist auch dann die Ehrlichkeit mit Grundlagen aus dem Koran und Sunna. Und auch dann die helfen auch den Menschen, die Menschen auch die Probleme haben, sei es seelische Probleme oder auch der Familienprobleme, dass mit denen auch dann vernünftig und machen wir auch Dialog mit Christen, mit Buddhisten, mit Atheisten. Jeder Mensch kann sich dann auch dann sich über den Islam informieren und kann er sich dann überlegen, welche Richtung und welchen Weg er gehen möchte. Und das ist freiwillig für jeden Mensch. Es gibt, wie gesagt, gar keinen Zwang. Wir bieten hier auch Informationsinfomaterialien für die Menschen und geben auch den Menschen mit was zum Lesen. Zum Beispiel hier haben wir einen wunderbaren Koran. Das ist gerade das erste Exemplar jetzt in meiner Hand. Wunderbare Ausführung. Und schenken wir da auch dann jeder, der gerne zu uns kommt, um sich dann darüber zu informieren und auch mal Fragen hat, kann er dann zu uns oder kann er sich an uns dann wenden oder an die wahre Religion oder eben dann halt, ja, es gibt ja viele seriösen Infoveranstaltungen oder beziehungsweise im Internet sowohl als auch.